Hallo ihr Süßen! Tja, heute gibt es mal keine Produktvorstellung etc. und sowas. Heute geht es darum, ja, wie stelle ich das Thema am besten vor? Es geht darum, halt eine Frau zu sein. Also Definition von Frau von mir jetzt mal, würde ich jetzt mal so. Ja, die Bedeutung wäre für mich, eine Frau ist eine Frau ist sehr selbstbewusst, sie achtet auf sich, sie macht was aus sich und sie zeigt genau das, was sie will und zeigt auch den anderen, wo es lang geht. Was ich damit eigentlich so sagen will, ist, es haben mir unheimlich viele, und das kann ich gar nicht nachvollziehen, es haben mir sehr viele Mädels geschrieben, ja, du machst deine Videos so toll und ach Gott und deine Sprüche, gut, die, Sprüche sind was anderes, aber wie machst du das und du kommst so gut rüber und dies und jenes und ja, wie soll ich das Thema gerade anfangen? Es geht darum, dass ihr so schüchterne kleine Mädchen in Anführungszeichen seid, beziehungsweise euch so verhaltet, was eigentlich gar nicht sein muss. Ich finde, jedes Mädchen, jede Frau da draußen, die dieses Video jetzt gucken, ihr seid alle hübsche Bomben, ja? Ihr seid alle hübsche Bomben. Es kommt nur darauf an, was ihr aus euch macht. Man kann wirklich mit ein paar kleinen Tricks und Kniffs, die gar nicht viel Geld kosten oder jetzt der eine vielleicht sagt, ja, warum muss ich mir jetzt irgendwas kaufen, was ich mir vielleicht ins Gesicht schmiere oder so. Wer mich nicht so mag, der mag mich halt gar nicht. Klar, die Einstellung gibt es halt auch. Aber so zum Beispiel eine kleine Veränderung, zum Beispiel, ihr geht einfach zum Friseur, ihr macht euch eine ganz andere Frisur und ihr wirkt dadurch auch vielleicht viel anders da. Dann kommt es drauf an, wie ihr zum Beispiel auftretet. Also irgendwer, das solltet ihr vielleicht versuchen zu ändern, um besser dastehen zu können. Ihr solltet nicht so, hallo, ja, jetzt versteht mich natürlich keiner und ich bin so unscheinbar. Und mich sieht auch keiner und ich will auch gar nicht gesehen werden. Davon, von diesem Image, ihr müsst davon abkommen. Ihr müsst, ich hatte früher auch meine scheiß Schulzeit, ja, wo ich gemobbt wurde, wo ich gehänselt wurde und dies und jenes. Und heute zeige ich einen Mittelfinger und sage, ey, ist mir scheißegal, ja. Ich habe meine Kilos, ich habe meine scheiß Pickel auf dem Gesicht, ja. Kein Mensch ist perfekt, meine Güte. Kein Mensch ist perfekt. Und alle, die sich nur darum Gedanken machen, ja, wie komme ich denn rüber, wie sehe ich denn aus? Und gucken dann dauernd im Spiegel und zuppeln so an sich zurecht. Ihr habt das gar nicht nötig. Ich sag mal so, diejenigen, die euch mögen, die mögen euch auch weiterhin. Verstellt euch nicht für andere, um gemocht zu werden. Das bringt nichts. Ihr verstellt euch und belügt euch ja selber. Ihr könnt so leicht was machen. Ja, selbst ein bisschen Wimperntusche kann euch zu einem schöneren Strahlen führen. Ein farbiger Lippenstift kann dazu führen, oh, was hast denn du da? Und es sind so kleine auffallende Merkmale. Selbst der richtige Kleidungsstil kann Wunder wirken. Wenn ihr jetzt nur so Schlabberhosen und hier vielleicht Cappy und kommt dann immer so rüber, ja, so, ja, und check, check und... Und ihr wollt aber vielleicht ist das ja nur so, sag ich mal, eure Mauer, euch zu schützen, was ihr eigentlich wirklich seid, dann legt das ab, ja, und aber fühlt euch trotzdem wohl, so wie ihr rumläuft. Das soll jetzt nicht heißen, dass jeder, der in einer Jogginghose und einer Weste da rumsitzt, einer hier auf cool macht, ja, also so ist es nicht. Es geht mehr darum, ihr sollt euch nicht verstecken, zeigt euch, egal welche Größe, Form oder... sonst was habt, ja, steht dazu, aber ihr könnt ja was dagegen machen, so ist es ja nicht. Aus jedem, Anführungszeichen, hässlichen Entlein kann ein wunderschöner Schwan werden. Oder meinetwegen auch Prinzessin oder sonst irgendwas. Ja, ich meine, guckt euch jetzt mal, das ist ja vielleicht ein scheiß Vergleich, aber guckt euch mal diese Einfach-Schön-Sendung an, aus was für Frauen, die wirklich sehr unter ihren... ja, gottgegebenen Sachen leiden, zum Beispiel hier schiefe Zähne oder, keine Ahnung, Frauen zum Beispiel, die Krebs haben und also Gott behüte, dass es keiner von euch hat und ich auch nicht, dessen Haare ausfallen. Guckt euch zum Beispiel mal die, wie heißt sie denn da,
die Van der Vaart, die Sylvie Van der Vaart an, ja, was die macht, und die ist trotzdem hübsch. Die hat Perücken getragen, die hat das ganze Zeug jetzt besiegt, die zieht sich trotzdem stylisch, modisch total an. Jetzt hat sie wieder ein paar Haare nachgewachsen bekommen und sie läuft mit einer kurzen, geilen, schicken Frisur rum. Also so viel Selbstbewusstsein muss sein. Ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, ob ich das selber könnte. Viele verdecken es natürlich mit diesen Kopftüchern und so weiter. Ist jetzt übrigens nur ein Beispiel. Und was ich damit sagen will, ist, macht was aus euch. Wenn ihr denkt, ich komm nicht dazu und mir kann eh keiner helfen, dem ist nicht so. Dem ist ehrlich nicht so. Ihr könnt alles aus euch machen. Ihr müsst von dieser Einstellung halt davon in eurem Kopf hier drin, müsst ihr wegkommen. So von wegen, ich kann nichts, ich werde nichts, aus mir wird nichts, ich bin der Loser. Blablabla. Ihr müsst morgens aufstehen und sagen, boah, geht, ohne Scheiß, probiert das mal. Guckt mal in den Spiegel und sagt so, du siehst geil aus. Du bist voll das Brett, Mann, ey. Oder, keine Ahnung, wenn da jetzt Typen zufällig mitgucken sollen, so, post mal ein bisschen. Das hört sich scheiße an, aber post mal ein bisschen so vom Spiegel. Macht mal einen auf, check, check, no drop und so weiter. Keine Ahnung. Das hilft, um euer Selbstbewusstsein zu stärken. Zu mir kann ich sagen, ich war früher, ich meine, ich habe ja normalerweise so einen Busch auf dem Kopf, ja. Und dann kamen da halt auch so Kommentare wie Hotel für Läuse oder Vogelzuflucht, ja. Oder so eine Scheiße. Also ich finde, Kinder können ja echt grausam sein in der Schule. Aber dann hat Sandras Glätteisen gefunden und die Technik gefunden, mit Rundbürsten und Föhn zu arbeiten. Und daraus kommt dann halt sowas, ja. Ich finde jetzt nicht, dass es unbedingt scheiße aussieht oder so, ja. Und irgendwann müsst ihr halt mal aufwachen und sagen so, ihr könnt mich alle, ich gehe jetzt da raus, ich ziehe mich so und so an, ich schminke mich so, ich fühle mich damit wohl. Und jeder, der was anderes dazu meint, auf so gut Deutsch, verpisst euch, haut ab und lasst mich ja in Ruhe, ja. Dieses Selbstbewusstsein, ihr müsst euch das jeden Tag sagen, ihr müsst euch das aneignen. Und dann werdet ihr nicht mehr dieses kleine, verschlossene Mäuerblümchen. Nein, das werdet ihr nicht mehr. Sondern ihr werdet dann so richtig eine, ich finde ja, die krasseste und korrekteste Frau auf der Welt ist ja die Senna von Monroe's. So, die sagt ja echt, was sie denkt, ja. Die sagt, alles so Querschnauze, was hier gerade im Kopf ist. Vielleicht ist es manchmal auch ein Fehler, zuerst zu sagen, was man denkt, als dass man erstmal nachdenkt, was man überhaupt sagt. Aber manchmal geht es mir auch halt so, ja. So wie jetzt, ich habe manchmal so scheiß Sprüche in einem Video, ja. Wo ich mir, wenn ich mir das dann im Nachhinein angucke, denke so, was für ein Müll hast denn du da gelabert, ja. Aber ich muss lachen und sage mir, nein, ich schneide das nicht raus, weil das bin ich. Und ich will hier so rüberkommen, wie ich es bin. Ich möchte mich nicht verstellen und sagen, ja, hallo, mein Name ist Sandra und ich stelle euch heute dieses Produkt vor und dieses ist auch ganz toll und das kann ich nur empfehlen. Entschuldigung, so billig bin ich nicht, ja, bin ich nicht. Ich sage ganz konkret meine Meinung zu den Produkten oder zu allgemeinen Sachen, so wie ich es auch jetzt gerade tue. Ich sage euch, was ich jetzt so als kleiner Tipp des Lebens mitgeben kann, fangt an, was aus euch zu machen. Und selbst dieses Gucken von Videos kann ja echt dazu helfen, dass ihr vielleicht, wenn ihr jahrelang nur mit einem Eyeliner hier unterm Auge und Wimperntusch ausgekommen seid und jetzt auf einmal dieses Gefühl habt, boah, das probiere ich und das mache ich nach und zum Schluss wird es dann auch noch, also mit jeder Übung, die ihr macht, das macht euch selbstbewusst, selbst wenn es nur Schminke ist, die euch ihr draufkleistert und ein Glätteisen und Haarspray und jede Menge Shampoos und Parfüms. Selbst wenn es das ist, was euch hilft, selbstbewusster zu sein und eure Meinung zu sagen, dann macht das auf jeden Fall. Scheißt auf die sagen, oh Gott, haben wir heute wieder hier im Farbeimer gebadet oder was weiß ich, was da für Sprüche kommen, ja. Musste ich mir auch schon alles anhören, ja. Nur weil ich gern Nagellack trage und fast jeden zweiten Tag ein anderes Design auf meinen Füßen da habe und da rumwatschel in meiner Praxis, ja. Und jeder sagt so, gibst aber schon viel Geld aus. Ja, und? Hallo? Ist halt mein Hobby, mache ich halt gern. Was soll's? Was ich, also noch einmal allgemein, macht was aus euch, bleibt wie ihr seid, beziehungsweise wenn ihr von eurem Image runterkommen wollt, so klein und züchtern zu sein, dass ihr so lieb seid und euch nie jemand was Böses tun will, haut mal hier auf die Kacke, ja, und sagt mal was, wo es lang geht. Und wenn euch da einer so blöd anmacht, dann sagt doch einfach, guck du dich mal an, ja? Was willst denn du von mir? Guck du dich mal an. Oder ignoriert's und geht einfach weg. Aber wenn ihr das nicht weiter in euch reinfressen sollt, würde ich sowieso nie machen, also hier rein, da raus, dann sagen einfach, Entschuldigung unter meinem Niveau, ja, also, ja, das ist so
ja, ich hatte ein bisschen Gesprächsbedarf. Und ich dachte, das muss ich euch auch mal sagen, es hat jetzt nicht unbedingt was mit so... Doch, ich finde schon, es hat was mit Beauty zu tun. Das macht ja euch aus. Und ich finde, das gehört mit dazu. Nicht nur Wimperntusche, Make-up und haufenweise Tonnen auf eurem Gesicht da hilft euch, selbstbewusster zu werden und auch, ja, wie sagt man, aus eurem Image halt rauszukommen, sondern es sorgt auch dafür, dass ihr euch besser fühlt, ihr kommt mit euch zurecht und ihr solltet euch akzeptieren, so wie ihr seid. Und wenn ihr es nicht seid, dann versucht halt was dran zu ändern. Ja, das ist so mein kleiner Rat an euch. Und wem das Video jetzt gefallen hat, der macht ein Däumchen nach oben. Und wem es halt nicht gefallen hat, der macht ein Däumchen nach unten. So bin ich halt nun mal. Das ist jetzt halt mal meine Meinung. Die vertrete ich hier so. Und damit sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Video. Habt noch schöne Arbeitstage. Oder habt einen schönen Start in die Woche, wie auch immer. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochladen werde. Und ja, bis bald. Bye, bye.